Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ja gut, guter Abend ist ein bisschen früh. Wir haben jetzt hier 16.30 Uhr, denn ich möchte heute einen Sonnenuntergang in der Rhön fotografieren. Und zwar diese Richtung nach oben. Dort ist der Pferdskopf und vom Pferdskopf aus möchte ich den Sonnenuntergang fotografieren. Ja, wie immer, wenn es interessiert, bleibt dran. Sonnenuntergang in der Rhön am Pferdskopf. Wir hören uns. Ja, wieder wundervolle Gegend hier. Absolut genial hier zum Fotografieren. Ich bin mal gespannt, was mich heute erwartet. Ja, also ich spekuliere ja auf Wolken, die dann so schön von der Sonne noch angestrahlt werden, angeleuchtet werden und sich das Ganze dann verfärbt und diese schöne Stimmung bringt. Goldenes Licht, blaue Stunde, mal gucken, wie lange ich dort oben bin, wie lange ich es aushalte. Eigentlich möchte ich alles mitnehmen, aber ja, heute früh war es voll bedeckt, das Ganze. Hat sich dann über Mittag aufgezogen. So richtig schöne Wölkchen hier am Himmel. Aber hier oben sind schon wieder die Drachenflieger. Vielleicht kriege ich da auch noch einen auf dem Bild. Ja, und jetzt passiert eigentlich wie immer das, was ich nicht will. Wenn das dann richtig, ja, wenn die Wolken verschwunden sind, ist es irgendwie langweilig. Aber ich glaube, die Natur und diese geniale Gegend hier, die wird das dann schon rausreißen, das Ganze. Ja, ich lasse mich mal überraschen, wie weit ich da komme mit meinen fotografischen Equipment, mit meinen fotografischen Ergüssen, die ich hier so zustande kriege. Gestern war ich schon mal hier mit meiner Assistentin wieder, so ein bisschen Location Scouting. Allerdings war es gestern sehr schlecht. Also es war eben bedeckt, trübes Wetter, aber trotzdem wieder auch interessant. Ich hatte mal ein Fotoapparat dabei, habe ja immer ein Fotoapparat dabei. Ja, da sind wir ebenfalls die Tour gemacht, wie ich sie heute mache. Und ja, ich blende euch die Bilder von gestern, von diesem trüben Fototag, blende ich immer mal mit ein, mit dem ihr die Unterschiede hier seht, wenn das Licht eben eigentlich top ist, was ich jetzt am Abend dann erwarte. Oder wie gestern bei diesen schlechten, also ja, Anführungsstrichen, gibt eigentlich nie ein schlechtes Fotolicht. Man kann immer gute Bilder machen, aber jetzt mal so laienhaft ausgedrückt. Equipment, meine Canon R. Ich habe ein 15, ja wie immer, mein 15 bis 30 Tamron drauf. Und ich habe auch meine Sony dabei, also schweres Gerödel heute wieder. Dort ist das 28 bis 200 drauf. Also die beiden Kameras habe ich heute dabei. Und ja, mal schauen, ich habe auch Filter dabei. Mir wäre auch hier so eine Langzeitbelichtung. Ja, wenn die Wolken hier so schön über diesen Pferdskopf ziehen, wenn noch Wolken da sind, ich probiere mein Bestes. Wie gesagt, schauen wir mal, was wir hier so rauskriegen. Ja, meine Lieben, wenn es interessiert, Pferdskopf. Also man hat hier verschiedene Möglichkeiten, um auf diesen Pferdskopf zu kommen. Der einfachste Weg ist aber auch der längste, an der Wasserkuppe Bargen und dort ja, fast ebenerdig dann dort rüber zu laufen. Also es geht schon ein bisschen, zieht sich schon ein bisschen runter zum Pferdskopf. Wenn man zurück will, zieht sich wieder ein bisschen hoch. Also ebenerdig ist jetzt zu viel ausgedrückt, ist aber jetzt nicht sonderlich beschwerlich. Der beschwerlichste Weg ist der kürzeste. Der ist, wenn man hinten am Guckeissee parkt. Dort hat man zwei Möglichkeiten. Eine etwas leichtere, wenn man rechts um diesen Berg dort rumläuft. Ja, ist ja, aber es geht dann schon, also man muss dann schon schwitzen.
die kürzeste, auch vom Kugaisee, aber auch die steilste. Also man muss dort schon wieder gut zu Fuß sein, also man sollte dort trittfest sein. Das ist die kürzeste, das ist vielleicht, was wird es da hoch sein, 800 Meter, dann ist man oben. Ich bin jetzt hier unten, ich drehe euch mal rum, man sieht zwar jetzt nichts. Ich bin hier unten am Heckenhöfchen. Heckenhöfchen wäre jetzt, also hier gleich hier unten um den Weg ist die Straße und hier unten sind Parkplätze. Da sind aber nicht viele, wer am Wochenende ist, ja, früh da sein. Und dann fange ich meine Tour hier an, laufe diesen Weg hier hoch und ja, das geht, das, der untere Teil ist noch ziemlich, ja, nicht sehr anspruchsvoll, um es mal so auszudrücken. Aber dann hinter mir im Wald geht es dann schon steil bis sehr steil wieder hoch. Also auch eine schweißtreibende Tour ist ungefähr, ja, es wird sein da hoch, von hier 1,2 Kilometer. Also das ist, sind alles nicht weit, diese Touren da hoch. Aber sie haben es in sich, wirklich. Haben es wirklich in sich, vor allem, ja, wenn man hier mit diesem ganzen Foto-Equipment und man nimmt ja immer zu viel mit als zu wenig. Also dann ist, es, ist das Ganze schon, ja, eine schweißtreibende und anstrengende Tour. Aber man wird mit genialer Aussicht, mit genialer Natur belohnt. Ich zeige euch mal den Pferdskopf hier oben, damit ihr euch was vorstellen könnt. Ich drehe das Ganze mal dahin. Ah, das ist dann hier oben, ist der dann drin. Ist wieder unscharf, wird jetzt wieder scharf. Also dort oben dieser Kegel, das ist der Pferdskopf an diesem Felsen. Dort wollte ich eigentlich hin. Da hat man so schöne Felsen im Vordergrund und der richtige Pferdskopf, der ist hier oben hinter dem Baum hier versteckt. Aber geniale Spots. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hochstellen kann, denn genau über mir, hier hinten, irgendwo, weiß nicht, ob man sie auf dem Pocket sieht, auf den kleinen Ding, also ich sehe nichts, aber hier hinter mir sind wieder die Drachenflieger, die da oben an der Wasserkuppe starten, dann hier rüber zum Pferdskopf fliegen. Ja. Also meine Lieben, du hast vorgestellt, ich habe hier unten schon mal ein Bild gemacht, gestern mal ein Bild gemacht. Hey, man kommt hier aus dem Labern nicht mehr raus. Ich zeige es euch trotzdem nochmal, ich laufe nochmal zurück. Ich war zwar etwas weiter vorne vorhin, aber man kann es ja dann sehen. Also ich bin den Weg hier wieder, von da vorne bin ich gekommen. Und vorne hatte ich dann so eine mein erstes Foto gemacht, weil die Sonne leuchtet jetzt wieder so schön hier rein. Hier hinten dieser Kegel, das ist die Ebersburg. Und die habe ich dann von vorne schon mal mir ein Bildchen abgelichtet, dass ich euch jetzt endlich mal vorstellen werde. Und ich weiß noch nicht, ob ich es mache, denn ich habe gestern auch an dieser Stelle hier ein Foto, an der genau gleichen Stelle gemacht, mit diesem, ja, Anführungsstrichen, schlechteren Wetter. Und ja, entweder seht ihr jetzt das schöne Bildchen von jetzt, oder das ebenfalls schöne Bildchen von gestern. Hier sind die Bilder. Thank you.
Ja, meine Lieben, der Wahnsinn geht schon wieder los. Ich bin hier in diesen Waldabschnitt reingekommen und hier ist schon wieder, ja, sensationelles Licht hier drin. Ich drehe euch mal wieder rum auf der Kamera. Na, ja, man sieht diesen Weg hier hochkommen und hier drin sind dann, ja, so Felsbrocken. Die sind total mit Moos überwachsen und da drauf, ja, sind so diese Sonnenflecken. Und dieses Bildchen möchte ich mir ebenfalls mitnehmen. Also mich interessiert immer hier dieses Licht- und Schattenspiel. Finde ich immer ganz große Klasse. Ja, habe ich mir mal mitgenommen. Und ja, die Daten blende ich ja wieder ein. Stehen dann unterm Bild. Und ich würde einfach sagen, hier ist das Bild. Ja, meine Lieben, noch ein Foto. Gleicher Standort wie hier, gleiches Bild, nur die Kamera jetzt ein bisschen, also ich bin jetzt auf 15 mm gegangen, die Kamera ein bisschen gekippt, weil hier oben durchs Laub kommt die Sonne durch und wer mich kennt, ich liebe Blendensterne über alles, ob das eine Laterne ist, eine Lampe, ob das die Sonne ist. Blendensterne liebe ich über alles. Genauso liebe ich Langzeitbelichtungen am Wasser. Aber, meine Lieben, nicht das ganze Zeug totgeknipst, sondern mit Struktur. Hier ist das Bild. Viel Spaß damit. Ja, meine Lieben, dann kommt man von hier hinten, so ein bisschen, paar flache Meter, dann kommt man hier aus dem Wald heraus, und ich drehe euch mal rum, kommt man aus dem Walde heraus, dann zieht sich der Weg hier so hoch, dann geht es hier rechts hoch und hier oben ist der Pferdskopf. Hier oben sieht man auch dann schon eine Bank und ja, das Ganze sind dann eigentlich zwei Fotospots an einer Stelle. Also man hat hier den oberen Pferdskopf. Von dort kann man ja ebenfalls hervorragend super Fotos machen. Dann geht man von dem Pferdskopf, ja, muss man wieder runterkriechen. Und unten sind dann hier so Felszacken, die so nach oben gehen. Und von dort kann man wieder schöne Fotos machen. Und das ist so mein Ziel heute, von dort zu fotografieren. Schade ist, dass man nicht beide abdecken kann, weil, ja, ich stelle es euch dann noch vor, weil man muss wirklich da runterkriechen, um unten an diese Zacken zu kommen. Und wenn jetzt Sonnenuntergang ist, das geht ja nicht hier, dauert ja nicht 5 Stunden lang, sondern das geht eigentlich ratzfatz. Und man könnte dann, also man wird es nicht schaffen, dann nochmal von hier oben dann nochmal Fotos zu machen. Undenkbar. Also man muss sich dann eine Location aussuchen und von der muss man dann fotografieren. Bis gleich. Ja, ich bin jetzt hier aus dem Wald rausgekommen. Hier geht es hoch zum Pferdskopf. Die Stufen drehe ich euch dann rum. Hier rüber geht es zur Wasserkuppe. Hinter euch ist der Fenno von hier unten schon
phänomenale Blick rüber zur Milseburg. Ich drehe wieder rum. Ah, hier hinten, hier über diese Wiesen hier drüber, hinten sieht man dann rechts die Milseburg hier hinten, dann hier ins Fuldaer Land. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann, ja, und dann geht's hier hoch. Sieht schlimmer aus, wie es ist. Oben ist dann der Pferdskopf. Vulkanisches Gestein wieder. Also war auch ein Vulkan früher. Alles eine, also die ganze Gegend hier ist alles vulkanisch. Ja, hinter mir am Gipfel sieht man die Wasserkuppe. Und genial, diese Flieger hier. Top. Sieht man die Wasserkuppe? Ach, Pocket. Irgendwo dort hinten muss die Wasserkuppe sein. Herrlich. Wahnsinn. Ja, ich habe mir dann hier schon mal verschiedene Bilder gemacht, in jede Himmelsrichtung, auch hinten zur Wasserkuppe hin. Könnt ihr euch mal einen Eindruck verschaffen. Ich hoffe, die Bildchen gefallen euch zu dieser Stimmung jetzt. Wir haben jetzt 17.35 Uhr, also 21 Uhr oder zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr geht die Sonne unter. Also noch richtig, richtig, richtig viel Zeit. Auch hier oben habe ich gestern meine Assistentin fotografiert. Und zwar, wenn ich das jetzt hier so drehe, wäre das dann diese Richtung. Ich war dann irgendwo hier hüben. Also in diese Richtung, hier vorne sieht man wieder den Vermessungspunkt. Hier hinten stand meine Assistentin, selbst am Fotografieren mit dem Handy. Und diesen Ausschnitt habe ich mir mitgenommen, blende ich euch mit ein, um mal die Kontraste wieder, wie gesagt, wie schon öfter erwähnt jetzt, um einfach mal die Kontraste hier zu zeigen. Anführungsstrichen schlechtes Wetter, jetzt hier eigentlich Traumwetter. Ja, meine Lieben, ich habe mir jetzt schon mal verschiedene Perspektiven hier mitgenommen. Zeit ist knapp. Stellt euch da mal hier auf dem Pocket vor. Grandiose Stimmung hier. Grandiose Location hier. Vom Pferdskopf. Vom Gipfel oben das kleine Stückchen hier runter. Im Hintergrund sieht man diese Felsen hier. Und hier habe ich mir jetzt mal verschiedene Bildchen mitgenommen. Also, ich zeige euch mal meine Motive. Auf dem Pocket hier.
Also das erste Motiv habe ich dann hier durchgeshootet. Und zwar, ja, man muss hier schwer aufpassen, dass man sich hier nicht die Füße bricht. Also ungefähr diesen Ausschnitt. Also ich will hier diesen Felsen drin haben, dann als rechten Rand diesen Felsen, hier unten die drin und dann nach hinten raus die Milseburg. Und hier unten ist jetzt dieses sanfte Abendlicht drin. Das ist so ein Bildausschnitt, den ich mir mitgenommen habe. Ja, meine Lieben, heute, also doch ein bisschen Glück gehabt. Vorhin stand ich hier oben, durch den Felsen durchfotografiert, so ein bisschen den Felsen als Rahmen benutzt. Dann drücke ich drauf, auf einmal steht einer, also was heißt steht einer, fliegt einer mit seinem Drachen hier vorbei. Den habe ich mir das Bild habe ich mir mitgenommen. Und dann stehe ich hier oben an diesem Baum, den ich, ja, wollte ich durchfotografieren und so einen schönen Sonnenstern hinkriegen, kommt einer mit einem dicken Rucksack und läuft mir ins Bild. Sag ich, kein Problem. Ich glaube, das könnte sogar das Tüpfelchen auf dem i sein. Und ja, er sagte, er kommt gleich wieder. Und dachte ich, er will sich jetzt vorne, ich sag, du kannst dich ruhig vorne auf den Felsen hier stellen, das ist überhaupt kein Problem. Dieses Motiv nehme ich gerne mit. Sagt er, nee, hier mein Rucksack. Ich habe einen Drachen, so einen Fallschirm drin. Kleiden, was weiß ich. Bin so aufgeregt wieder hier. Und sagt er fliegt extra jetzt hier vorbei, ob ich ihn aufnehmen könne. Sag ich, natürlich, gar kein Problem. Kriegst meine Handy, meine Handynummer, ich seine Nummer. Dann schicke ich ihm das Bild dann per E-Mail und ich sage hier, du darfst aber nicht so weit hinten fliegen. Das kommt nicht so gut. Probier mal, ob du hier an diesen Felsen, ja, so nah wie möglich hier vorbeifliegst. Denn ich habe ja eh mein super Weitwinkel drauf, 15 mm auf Vollformat. Da kann er schon mal so richtig schön ins Bild fliegen. Keine 10 Minuten gedauert. Ein Ruf aus der Luft, dann kam er hier. Bilder blende ich natürlich ein. Hammer. Ich bin begeistert. Ach, ist da. Freunde, macht's gut, wir hören uns.
heute einfach genial. Ich drehe wieder, das müsst ihr sehen. Ich bin wieder überglücklich, kann ich nur sagen. Hier ist meine Cam. Hier hinten der Sonnenuntergang. Und hier vorne, ich zeige es euch mal hier auf dem Pocket, hier dieses Gras, das jetzt hier so richtig schön angeleuchtet wird. Hier das Gras hier drin, hier unten ist so ein schönes Licht drin. Ja, wie kann ich das hier zeigen? Am besten irgendwie, was dem Foto dann nahe kommt. Irgendwie diese, so sollte es eigentlich dann auf dem Foto so ungefähr aussehen. Nur etwas. Nur etwas hübscher. Ja, meine Lieben. Schnitt. Wir machen erstmal einen Schnitt. Ich muss mich erstmal beruhigen. Einfach genial, Leute. Einfach genial. Fotografie. Das beste Hobby dieser Erde. Wir hören uns. Ja, meine Lieben, ich verabschiede mich wieder von euch, jetzt noch, solange es hell ist, solange ich noch zu erkennen bin, weil wenn dann die Dunkelheit hier reinzieht, ja, ist das irgendwie kontraproduktiv. Deshalb sage ich jetzt schon mal ciao, ciao, viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, mich wieder begleitet auf meiner nächsten Fototour, auf meinem nächsten Fotowalk. Mal schauen, wo es mich hintreibt. Aber ja, wie gesagt, jetzt warte ich erstmal noch den Sonnenuntergang hier ab. Und ich sage ciao, ciao, liebe Grüße aus Thüringen, liebe Grüße hier aus der Rhön. Hinten ist er, der Pferdskopf. Ciao, ciao, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Fotografieren, geht raus zum Fotografieren und ich würde sagen, wir hören uns.